Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Wir wollen heute quasi den schwersten Boss im Spiel erledigen. Und der versteckt sich, wie ihr wahrscheinlich schon erraten könnt, im Chocobos Luftgarten. Da gehen wir auch mit unserem Chocobo gleich hin. Da führt dann eine Todesschote und steigen mal in die Luft. Der stärkste Gegner im Spiel ist nämlich Yaris, den wir schon irgendwann auf CD3 kurz mal uns angesehen haben. Allerdings war das damals noch nicht zu schaffen und es ist auch jetzt noch ziemlich schwer. Wir gehen gleich mal nach hinten, dort wo er zu Hause ist, und zwar hinter bei so komischen Steindingern da. Ja, untersuchen wir die mal und dann kommt Mugu und Armene und meint, das ist eine unheimliche Kraft, wie auch immer. Und ich will noch kurz herzeigen, wie es mit dem Menü ausschaut, also Ausrüstung und so. Allzu viel Zeit haben wir leider nicht. Oder Chalkon, Schilfmütze, Chimera-Reif, Ninja-Gewand, Hermes-Stiefel, Ninja-Gewand für Schattenabsorption, sehr wichtig. Und Chimera-Reif für Himmelabsorption, auch sehr wichtig. Lilly hat den Eifersplitter für Schatten- und Himmelabsorption und ja, der Rest ist eine der, die besten Sachen, die sie hat quasi. Vivi Achtkant, Eolus-Armreif, Kaiserhobe, auch die besten Sachen und der Eifersplitter ebenfalls für die Absorption. Mahagon, hier wieder Himmelabsorption, hier Schattenabsorption und das Haarband für, ja, damit wir gegen Hitze, Kälte, Donner und so, weil ich glaube, er hat Flair und ich glaube, das ist auch Feuerelement da. Ah, wie auch immer. Nicht allzu wichtig. Bei den Abilities sehr, sehr wichtig. Haben wir letztens mal schon gesagt, immer Hast, immer Regener, das ist bei Sidan sehr, sehr wichtig. Segen auch sehr wichtig. HP 20, Giftgralle und Felsenfest, wenn möglich bei allen. Lili, immer Regener Segen. Felsenfest anfeuern. Wie anfeuern auch sehr wichtig. Und das geht's, glaube ich, fast nicht. Immer Regener Segen. Konterzauber, auch wichtig. Und Felsenfest. Und bei Mahagon, immer Regener Segen. Auch Gift und Galle und Konterzauber. Wenn sich's ausgehen würde, dann Felsenfest natürlich auch noch. Leider geht sich bei mir nicht aus. Das heißt, er wird vielleicht verwirrt werden. Nicht so toll. Und alle sind in der hinteren Reihe und keiner darf das Level teilbar durch 5 haben, das heißt nicht 50 oder 55 oder so. Geht sich bei mir jetzt genau aus. Ich war noch 2 oder 3 Levels bei den Tatzelwürmern. Und wenn möglich, sollte jemand ein Level teilbar durch 4 haben, in dem Fall Mahagon und 48 ist teilbar durch 4, dann zaubert nämlich Yaris einige Sachen. So, und wie wir gerade Yaris besiegen, sehen wir jetzt gleich. Und zwar, wir klicken einfach auf Vorbereitungen abgeschlossen und dann geht der Kampf schon los. Ich habe den Kampf übrigens offscreen aufgenommen und natürlich dann reingeschnitten, weil es dauert einige Versuche, bis ich ihn überhaupt besiegen konnte. Das Problem mit Yaris ist nämlich, er ist stark zufallsgesteuert. Also, das riesengroße Problem bei Yaris, er hat Angriffe, die sind sehr stark und machen sehr viel Statusveränderungen. Und hier haben wir gesehen, die Kraft der Elfen zeigt seine Wirkung. Das hat damit zu tun, dass wir den Seitenquest mit den freundlichen Kreaturen abgeschlossen haben. Das letzte freundliche Tier hat auch schon gesagt, dass wir dem runden Typen irgendwas geben sollen oder vorbeischauen sollen. Und er hat mit dem runden Typen natürlich Yaris gemeint. Und wenn wir den Quest abschließen, dann können wir nicht nur Yaris angreifen mit Nahkämpfern, ohne dass wir irgendwie Lehre der Ninja einstellen. Weil normalerweise kann man ihn nur angreifen mit Fernkämpfern oder mit Nahkämpfern, die Lehre der Ninja ausgerüstet haben. Wenn man den Seitenquest abgeschlossen hat, dann funktioniert das auch ohne. Und viel wichtiger, wenn man den Seitenquest abgeschlossen hat, verliert Yaris seine Absorption gegen Schattenelementar. Und das hilft uns in dem Fall enorm. Hier sehen wir auch gleich den quasi nervigsten und stärksten Zauber von ihm. Verwünschung. Das macht nicht nur einen Heidenschaden, sondern teilt auch sehr, sehr viele Statuseffekte aus. Unter anderem konfus, blind, langsam, Vergiftung, klein, also da ist wirklich alles dabei. Deswegen sollte man auch zumindest sich gegen konfus und Gift schützen, weil dann kann man zumindest die HP hochhalten und leider ist Mahagon gegen konfus, wie gesagt, nicht geschützt und dreht sich jetzt im Kreis. Deswegen dauert der Kampf auch etwas länger als. So, warum ich bei Vivi und Mahagon Konterzauber ausgerüstet habe, das sehen wir später im Kampf, ich erkläre es jetzt gleich nochmal. Konterzauber funktioniert so, sobald der Gegner irgendetwas zaubert, was man selbst auch irgendwie zaubern könnte irgendwann mal, wird das bei den Leuten, die Konterzauber ausgerüstet haben, einfach
nochmal gezaubert. Das heißt, sollte, also es funktioniert in dem Fall nur mit Heilig, also mit Sanctus und mit Tribunal, Todestribunal. Hier haben wir es gleich. Das ist ein Schattenelementarangriff. Normalerweise, der macht sehr viel Schaden. Also ich weiß nicht, 5.000 bis 6.000. Normalerweise, wenn man keine Schattenabsorption hat, dann überlebt man den Angriff eigentlich nicht. Und noch dazu wird Yaris normalerweise von dem Angriff geheilt für 9.999. Weil der Angriff ja alle trifft. Und das Problem jetzt ist, er absorbiert ihn nicht mehr und wir sind gegen Schatten geschützt. Noch dazu haben wir Konterzauber, wir haben gesehen, 6.000, 7.000 Heilung ist. Das heißt, Vivi und Margon werden den Zauber jetzt einfach nochmal wiederholen. Und Yaris wird nochmal Schaden nehmen. Das heißt, wir machen in einer Runde 30.000 Schaden, was natürlich den Kampf immens vereinfacht. Das ist eben der Riesengrund für Konterzauber. Bei Zidane ist immer Hass deswegen drinnen, weil er mit der Räuberseele natürlich am allermeisten Schaden macht. Ich mach an Yaris, glaube ich, schon maximal Schaden. Das heißt, er ist der Hauptdamage-Dealer jetzt. Und deswegen sollte er auch so schnell wie möglich ihm angreifen können. Ansonsten werde ich hauptsächlich mit Lili Bahamut aufrufen, weil der eine irrsinnig lange Aufrufungsanimation hat und dadurch nebenbei immer Regener weiter tickt, also die Regener auf jeden weiter tickt. Und das heißt, ich heile mich, während Bahamut aufgerufen wird, sehr viel hoch, was auch enorm hilft. Und, was gibt es noch zu sagen? Ja, das Problem ist wegen Level 4 und Level 5 Teilbarkeit der Levels. Also Level 5 Teilbarkeit der Levels sollte bei keinem gegeben sein, deswegen, weil Yaris dann Level 5 tot zaubert und das natürlich den jeweiligen Charakter dann immer tötet, was wir nicht haben wollen. Level 4 Teilbarkeit ist deswegen wichtig, weil Yaris dann Level 4 Sanctus zaubert, was uns ja dadurch, dass wir Himmelabduktion haben, sogar heilt. Das heißt, indem wir mindestens einen Charakter dabei haben, dessen Level durch 4 teilbar ist, können wir uns quasi eine freie Heilung erschleichen von Yaris. Ansonsten mit Vivi immer Flair zaubern, mit Zidane Räuberseele, mit Lili soweit wie möglich immer Bahamut aufrufen. Zidane würde ich immer auch ein Gisarkraut geben, wenn er in Tobsucht versetzt ist, bei den anderen sowieso. Bei Zidane ist es nicht extrem wichtig, aber er macht halt etwas mehr Schaden mit Räuberseele und so gut geht es vielleicht etwas schneller. Hier sehen wir auch schon Level 4 Sanctus. Oh, ich weiß gar nicht, ob uns der heilt. Hm. Ah, normalerweise müsste er uns heilen. Vielleicht heilt er uns nur auf ein paar Leuten und auf Yaris sollte eigentlich auch Schaden machen, aber ich treffe ihn glaube ich nicht. Und Margon ist auch deswegen mit nicht nur für Konterzauber, sondern auch für Aura, mit dem er ja befreundeten Charakteren HP und Mana geben kann. Ansonsten nehme ich ihn hauptsächlich dafür, um Elixiere und Äther zu verteilen. Oder Phönixfedern, je nachdem, wenn er tot ist oder so. Also Margon hat eher eine Supporterrolle hier, abgesehen davon, dass er Todestribunal und Sanctus zurückwirft an Yaris. Nicht vergessen, mit Lili sofort gleich Bahamut zu zaubern. Ja, und so sollte Yaris sogar bezwingbar sein, bevor er eigentlich bezwingbar sein sollte. Ja, Flarestar ist leider ein sehr starker Angriff. Gegen meine Behauptungen ist er leider nicht Feuerelementar, sonst wäre ja Margon zumindest etwas dagegen geschützt, aber 4360 ist sogar für Margon etwas zu viel. So, jetzt zaubern wir mit. Margon hat natürlich Segen drauf, das heißt, er steht wieder auf und immer Regener wirkt sogar nach dem Segen. Hier sieht man das linke Icon, das Herz ist das Segen-Icon. Das heißt, alle, die ein Herz gehabt haben, haben doch quasi einen Freitod. Und Lili und Margon müsste ich erst wieder mit Aura E von Margon quasi bezaubern, damit sie wieder einen Segen haben. Also damit sie wieder dann aufstehen können, wenn sie sterben. Was auch irrsinnig hilft, also das sollte man nicht vergessen, wenn möglich mit Margon so oft wie möglich auf Charaktere, die es nicht haben, Aura E verteilen, weil der Segen bringt sie enorm. Falls man stirbt, steht der Charakter von alleine wieder auf, wird durch immer Regener geheilt und wenn ich dann Bahamut aufrufe, hat er nachher, wir haben selber Lili jetzt gesehen, ungefähr 1500 bis 2000 HP, was ihn schon zumindest vielleicht gegen eine Verwünschung oder irgendwas anderes zumindest leben lässt nachher. Also ziemlich wichtig. So, jetzt sollte aber bald dann Ende im Gelände sein hier. Jawohl, wir haben Yadis besiegt. Wie gesagt, der stärkste Gegner im Spiel. Und anders als in Final Fantasy 7 und Final Fantasy 8 wirklich ein starker Gegner, weil er, wenn man sich nicht so einfach gegen Sachen von ihm schützen kann, und er wirklich keine offensichtlichen Bugs hat.
Ja, das war Yaris und er zerspringt in 1000 Splitter. Und jetzt schauen wir mal an, was wir dafür bekommen, dass wir Yaris besiegen. Na, leider, wir bekommen sehr, sehr viel AP. Allerdings habe ich keine Ausrüstungsgegenstände, die mir neue Abilities lernen. Deswegen können wir wie viel XP bekommen wir? 16.000 XP. Ja, zumindest Vivi lernt das. Es waren nämlich 100 AP, die wir bekommen. Und wir bekommen einen Eiferstein. Puh, also das war schon ziemlich anstrengend jetzt. Ich habe es übrigens zweimal, glaube ich, probiert, bis es endlich geklappt hat. Also nicht allzu oft. Es funktioniert schon ziemlich konsistent, wenn man so ausgerüstet ist und so vorbereitet. Hey, wir bekommen ein Lösungsbuch. Super, das habe ich doch schon. Egal. Und HP und MP wiederhergestellt, was man sich auch nach einem Endboss erwartet. So, ich gehe jetzt kurz zu Mene und gehe ins Menü und mache ein Save-State. Und ja. Was der Eifersplitter oder der Eiferstein genau kann, das sehen wir dann gleich. So, wir sind fertig mit dem Yaris und allem, was hier im Luftgarten noch zu erledigen war. Also eigentlich außer Yaris eh nichts mehr. Gehen wir mal runter, nicht oben bleiben, und schauen wir uns mal an. Wir haben ja den Eiferstein jetzt bekommen. Der erlaubt es, Lilly ihren letzten Aufrufungszauber zu lernen. Ich muss kurz mal landen hier. Und zwar hier. So, und dann absteigen. Dann rüsten wir den gleich mal aus, schauen uns an, was der kann. Ich werde die Party bis nächstes Mal wieder umstellen. Das ist. Nein. So, jetzt aber. Der ist nämlich gelb im Gegensatz zu den anderen, die weiß sind, und der lernt uns Ache. Sehr gut. Bezüglich der Abilities, ich bin jetzt, glaube ich, schon fast fertig. Bei Lilly fehlt noch eine. Ich weiß nicht genau, welche das ist. Ich fürchte fast, ich habe die vergessen. Ich muss nochmal nachschauen bis nächstes Mal. Vielleicht finde ich das noch heraus. Bei Vivi sind wir fertig, zumindest mit den passiven Abilities. Er hat noch seinen letzten Spruch nicht, aber warum genau, das sehen wir in den folgenden Episoden. Auch bei Margon scheint irgendwas zu fehlen. Hier. Das ist immer Iva Levitas. Das bekomme ich noch. Also da muss ich nur die Stiefel ausrüsten. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal werde ich wieder zu meiner. Oder das mal jetzt noch zu Invincible zurückreiten. Und meine Party umstellen. Schauen, welche Abilities mir noch fehlen. Wann ich die lernen kann, ob ich die lernen kann, wie schnell das alles geht. Ich werde noch einiges herzeigen. Einiges, nicht mehr allzu viel, aber wir müssen noch nach Madensare wegen etwas Wichtigem. Und Tatlan will man mich auch noch herzeigen. Ich werde noch Sidans Spezialfähigkeiten herzeigen. Und vielleicht noch Aikos Aufrufungszauber. Und ja, was mir sonst noch einfällt. Aber das alles sehen wir nächstes Mal, wenn sie da ist. Let's Play Final Fantasy 9. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.